Hallo YouTube, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Legend Arceus. Ja, wir sind im Endeffekt angekommen, haben mit dem Professor Lavenne die drei Starter-Pokémon gefangen. Bautz, Feurigel und Ottero. Ja, haben ein bisschen was gelernt, haben gelernt, wie wir die Pokémon fangen sollen, haben ein bisschen was über die Gegend gehört und sind jetzt hier in Jubelstadt oder Jubeldorf? Jubeldorf angekommen und sollen jetzt, weil er Bericht erstatten muss, hier an der heißen irgendwas, ich hab's vergessen, warten. Und heiße Kost war es, Leute, heiße Kost. Hab ich hier noch nie gesehen. Dieses Supply ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt. Oh, wer bist du denn? Kleidung wie deine habe ich noch nie zuvor gesehen. Diesen dünnen Stoff könnte dich Pokémon leicht schwere Verletzungen zufügen, weißt du? Naja, wenn der Wachposten sich durchgelassen hat, muss sich jemand im Dorf kennen. Ist dir der Name Lavenne ein Begriff? Er ist ein Professor aus einer fernen Region. Im Laufen ständig Pokémon davon. Das ist nichts Besonderes. Vertrauenserweckend. Aber ich sollte mir wohl lieber einmal den eigene Nase fassen. Ich musste tagelang das Bett hüten, weil mich Pokémon mit der Attacke Donnerschock erwischt hatte. Es ist genau, wie Mia gesagt hat. Bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Professor! Aber mach dir keine Sorgen. Loomis, Loomis hier wird uns ab jetzt helfen. Da guckt ihr aber abwertend. Was reden Sie denn jetzt da? Sie wollen ihn doch nicht etwa den Forschungstrupp aufnehmen? Ohne Erlaubnis der Kommandantin Celestis? Dürfen Sie gar keinen neuen Mitglieder anwerben? Ich gestatte es. Kommandantin Celestis. Wenn über die notwendigen Fähigkeiten für einen Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin der Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Ich habe von Professor Lavenne gehört, wie du die entlaufenen Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du ihm für deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Scheint mir um die 15 Jahre alt zu sein. Also kannst du auch wie ein Erwachsener für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Doch du solltest wissen, dass wir einen Fremden wie dich hier nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, Kommandantin. Möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unseren Besucher. Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Kann ich verstehen? Oh dir. Eigenbrötlerig wie eh und je. Also dann. Alles weitere besprechen wir beim Essen. Am besten bei einer Mahlzeit. Hallo. Mubeshi, ich nehme wie immer die Kartoffelmochi, aber heute 3 Portionen bitte. Vielen Dank, Mubeshi. Die Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Professor Lavenne. Wo sind Sie überhaupt auf diesen Fremden gestoßen? Nun, er ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Weiß schon, Riss im Raum Zeitgefüge. Das kann nicht ernst sein. Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Mich zählen nur Fakten.
Es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Iso-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, sie leben überall auf Wiesen, in Wäldern, an der Küste. Und als Mitglieder des Forschungsclubs ist es unsere Mission herauszufinden, was für ein Lebewesen sie sind. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Das findest du? Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Plumis ins Spiel. Ihm ist es gelungen, 3 Pokémon einzufangen. Hörst du? Ganze 3 Pokémon hintereinander. Das jetzt ist incredible. Einfach unglaublich. Naja, so eine Herausforderung war das jetzt nicht. In der Galaxie-Explosion gibt es niemanden, der über ein solchen Fangtalent verfügt. Mit seiner Gabe können wir endlich unsere Untersuchung starten. 3 Pokémon. Wilde Pokémon sind doch angriffslustig, dass wir froh sind, wenn es uns gelingt, auch nur ein einziges zu fangen. Und ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nichts Besonderes. Nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sie unser Freund hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es ihm möglich, den Wurf vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungsdorf, habt ihr wirklich die Muße unbekümmert, Fremde einzuladen und euch den Bauch voll zu schlagen? Die Kommandantin hat drinnen gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Das macht sie sicher aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Frust S von der Kompetenz der Liste wird bald ein Ende finden. Greif zu, Lumes. Wenn du den Galaktischen beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Dauerfressen! Gratis, gratis, Dauerfressen. So klang das gerade. Ah, ein wahrer Gaumenschmaus war das. Ja, das Essen war lecker. Aber denken Sie wirklich, dass es gut geht? Ist recht witzig, Leute, ne? Pass mal auf, ich lume, sie lume ja, ne? Lumes muss erst die Prüfung bestehen, bevor er der Forschungsgruppe beitreten kann. Aus seinem Können mache ich mir da keine Sorgen. Lumes wird das Ganze sicher bestehen. Ich hoffe, Sie behalten recht. Lumes war dein Name. Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Ja, wo dahin? Also, ja, gut. Okay. Doch solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Also, knallhart ist sie ja, Leute, ne? Und dann ist hässlich, ist unerwillig, genau wie die Wildnis hier in Isui. Sie will keine Schwäche zeigen. Schließlich geht es auch darum, um alles zu beschützen. Jetzt geht's los, Leute. So, das ist jetzt doof. Jetzt haben wir keinen Spielsound mehr und ich habe das Problem. Doof. Ja. Warte kurz, Leute. Wartet. Geht gleich weiter. Dafür haben wir schon jetzt keinen Spielsound. Kleinen Moment. Das beheben wir.
Geschäften. Schön Spielsound. So. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. So, mein Freund aus dem Himmel. Ich hoffe, du fällst nicht auch aus dem dein Bett. Scherz beiseite. Ich wünsche dir eine gute Nachtruhe. Gute Nacht. Ein Mensch, der aus seinem Riss im Himmel gefallen kam. Die Welt ist voller Rätsel. Tja, ich bin halt was Besonderes. Ich kann aus dem Himmel fallen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt dahin. Weil wir können uns ja mal ein bisschen umgucken hier, ne? Ich bin ja nicht nur hier, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Schauen wir uns erstmal um. Weiß ja nie, vielleicht finden wir ja schon mal ein paar Pokebälle. Wie man es ja an sich aus den Pokémon-Spielen kennt. Also ich weiß, dass eigentlich Pokebälle hier rumliegen, aber vielleicht tauchen die jetzt auf, wenn das Spiel so richtig losgeht. Okay. Dann flitzen wir uns einfach mal hin. Ich weiß eigentlich, dass hier in der Nähe was liegt. So. Tick, tick. Das muss ich ja sagen, Leute, das feiere ich ja so an dem Spiel. Schuhe an. Und automatisch Schuhe aus. Und dann würde ich sagen, legen wir uns mal hin. Die Forschungszwiebel enthält wichtige Informationen, die dir bei deiner Forschung in der Isui-Region helfen werden. Öffne das Spielmenü. Indem du deinen Auftrag, indem du Aufwärtsknopf drückst und mit der Hilfe jederzeit darauf zugreifen kannst. Tipps für Mitglieder, denkt immer daran, euer Abenteuer regelmäßig zu speichern. Im Spielmenü kannst du deinen bisherigen Spielfortschritt speichern. Wenn du die Funktion automatisch speichern aktivierst, wird das Spiel automatisch gespeichert. So kannst du sie immer im Spielmenü unter Hilfe, Einstellung ein- und ausschalten. Das heißt, wenn wir da drauf gehen, fängt es das an, Einstellungen, guck mal eben. Ja, ist an, ich lasse es auch gerne an, aber ich speichere sowieso immer selber nochmal 10.000 Mal gefühlt. So, und dann sagen wir jetzt mal, gute Nacht, bis morgen ausruhen. Ja! Was war das? Guten Morgen, Lumis. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drücke dir die Daumen. Oh, Alter. Kann man da so gemein sein oder früh morgens hier dran kloppen, ey.
Naja, egal, wollen wir mal. Herrliches Wetter heute. Würdest du dich gut ausruhen? Auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Lass uns nun zum Hauptsitz gehen. Kommandantin Celeste wartet schon sicher. Lalalala, so. Und da bin ich drin. Schick, schick hier. Der Forschungsrupp findest du hier im Erdgeschoss. Erdgeschoss des Hauptsitzes vor. Halte durch! Was ist passiert? Wurde von einem wilden Pokémon angegriffen. Ich habe mein Partner-Pokémon eingesammelt, aber es waren einfach zu viele. Da kommt davon, dass du zu weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätsrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er sein Partner-Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Kommandant Celestis, Loomis ist hier. Yeah, ich bin da. Verstanden, tretet ein. Abra. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Idizar, ein Staralili und ein Scheinungsfang. Drei verschiedene Pokémon, das ist doch niemand vor uns gelungen. Hat er nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Laverne erzählt, müsste diese Prüfung kein Spinderspiel für ihn sein. Die Galaktik-Expedition kann es nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du von uns von Nutzen bist. Oh, Alter, Leute, ich sieht da nur Uhrzeit, ich kann nicht mehr lesen. Hier, du darfst diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Wow, diese Tasche steht dir echt gut. Nun mach dich auf den Weg. Lumia, hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Hauptmission. Aufnahmeprüfung. Öffne die Karte. Auf deinem Arceus-Phone um den... und drücke den Y-Knopf, um die akzeptierte Mission anzusehen. Die Hauptmission... musst du abschließen, um deren Geschichte im Spiel, um in der Geschichte des Spiels voranzukommen. Nebenmissionen hingegen sind optionale Aufträge von Leuten, denen du unterwegs begegnest. Hier in Lokumis. Jetzt bin ich an der Reihe. Oh, was wird der jetzt noch von mir? Hallo ihr beiden. Guten Morgen erstmal. Was gibt es denn, Professor Laverne? Loomis muss diese Prüfung bestehen. Es ist notwendig für die Vollverständigung des Pokédex. Und nun ja, damit er hier überlebt. Deswegen will ich ihm als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Aus. Feuri. Otata. Nur Denimus, such dir eins dieser Pokémon als Partner aus. Dein Partner an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Ich bin ja immer so ein Feuertyp. Aber meinen alten Spielstand habe ich. Weißt du was? Wir nehmen mal wieder Pflanze. Bautz, du wirst es. Bautz!
Möchtest du Bord zu deinem ersten Partner machen? Ja. Und die Professor, die Kommandantin hängt da hinten. Eins der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist also nun dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokéball, in dem sich Bautz befindet. Bautz erhalten! Ich hab einen Ball, ich hab Bautz. Achte immer darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchen ein Pokémon befindet. Feuri! Otakta! Die anderen beiden Pokémon scheinen bei uns anzufeuern. Oder vielleicht würden sie sich dir auch gerne begleiten. Da könnte etwas dran sein. Schließlich sind sie genauso den Zeitpunkt aus dem Dorfgebirgs als es vom Himmel fiel. Fall ist. Aber keine Sorgen, ihr beide könnt erst einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Feuri! Otakta! Welche Pokémon musst du eigentlich bei der Prüfung fangen? Ah, I see. Verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Optiadern. Krass, oder? Dann nimm bitte diese Pokébälle mit. Du erhältst 20 Pokébälle. Na, dann habe ich aber jetzt mehr als genug, wenn ich die anderen noch habe. Ne? Sie wurden. Ja. Wurden von Hand angefertigt. Aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es ist soweit. Um zum Ort der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus links weitergehen. Ja, und meine Lieben und damit würde ich sagen, beenden wir schon die kleine Folge hier. Und wir sehen uns in der nächsten. Haut rein. Ciao, ciao.